Einen wunderschönen guten Tag und zusammen spielen wir heute mal wieder War Thunder mit dem Gelem. Hallo! Hallo! Dann wollen wir mal in die Schlacht gehen, ha? Ein bisschen was abschießen. Ja. Heute ist Lorato immer noch nicht dabei, aber ja, er kommt halt ein bisschen später. Ob wir noch was machen mit ihm, das glaube ich heute glaube ich nicht, aber in nächster Zeit wird er wieder dabei sein. Denke ich mal. So, du hast wahrscheinlich wieder einen komischen Doppeldecker, ha? Ja, die Entwicklung läuft voran und ich habe jetzt nur noch zwei Doppeldecker statt üblichen vier. Immerhin. Ich fange mit der Ring 3 an. Superjäger. Aber übrigens, wenn ich einen Superjäger habe, nehme ich wieder RAM, ne? Ich glaube, die RAM also und so alles weg, das ist denen alles egal. Ja, ich finde die echt manchmal übelst. Gut, die können sie verstehen, wenn sie schwer angeschlagen sind. Ja, klar. Aber man kann es darüber echt übertreiben. Das ist richtig. Ja, die Frage ist, was mache ich als erstes? Falls die Basis angreifen. Okay, bin dabei. Spike SAS, was das so heißen wird. Naja. Und wie ich jetzt gelesen habe, ist GTA am 24. März erst verfügbar. Ja gut, das war schade. Aber wir werden es ja eh spielen, wie die Bekloppten, denke ich mal. Wir werden natürlich die PC-Version spielen. Ich habe natürlich schon auf 360 gespielt und ziehe meinen Account von der 360 auch rüber auf den PC. Das heißt, ihr habt nichts, ich habe viel und wir können ja eh bei mir Hausparty machen. Das werden wir sehen, wie schnell wir zu irgendwas kommen. Ja, du hast so viele neue Features und all sowas und es wird wahnsinnig. Aber ich freue mich drauf. Zwar erst März, aber naja. Dann können wir uns mal Nutzen ins Haus holen, weißt du? Das wird lustig. Ja, wie gesagt, bin schon voll gespannt drauf. Ja, deine geliebten Motorräder werden ja auch dabei sein, ne? Ah, geil. Irgendwie mache ich hier gerade volle Blödsinn, aber ich konzentriere mich gerade nicht, wie ich ausfliegen. Ne, das wird schön, aber bei DayZ zum Beispiel habe ich am 15. Januar was gesehen, zwar ein Foto von einem Pferd. Das ist schon mal drin gewesen, aber da wurde dann ins Patch nicht reingemacht. Aber stell mal vor, du hast ein Pferd. Was machst du, wenn das nicht wirklich damage ist? Auf Essen? Ach, er wärst doch krank, genau wie beim Menschenfleisch oder sowas. Was natürlich sehr lustig ist mit Kannibalismus in DayZ, dass du kriegst es nicht wirklich selber mit, du kriegst schon mit, dass du irgendwas hast. Aber das dann kommt immer manchmal so ein kleines Gelächter. Und keiner weiß, wo das herkommt. Bis du selber merkst, das bist du, der so komisch lacht. Das ist sehr auffällig für andere Spieler. Aber wenn du nichts anderes zu essen hast, hast du nichts anderes zum Essen. Das ist wahr. Ich wüsste eh schon, wenn ich aufessen würde. Wenn wir nichts hätten. Ja gut, ich auch, es. Aber hier ist nicht so viel dran dann, ne? Pass auf, einer ist hinter dir. Das gebe doch gar nicht, treff heute gar nichts. Wie immer. Hoch, hoch, hoch. Ich glaube, der ist eh hinter dir. Und weil ich noch gesehen habe, am 19.01. war dann, haben die ja was rausgebracht, von wegen, dass sie das nächste Update wird eventuell ziemlich blöd für uns, würde ich sagen. Weil eventuell wieder ein Charakter-Restart gibt, das heißt, das keiner hat. Weil die haben ein neues Programm, BattleEye wird ein bisschen aufgerüstet, damit die ganzen Hacker keine Chance haben. Finde ich dann aber auch ganz okay. Du hast einen am Marsch, pass auf. Er hat einen kritischen Treffer gekriegt. Hol ihn dir. Och, das ist das Bekloppte bei dem Flugzeug. Ich habe jetzt noch 30 Sekunden bis die Waffen nachladen. Alter, der lebt ja noch. Was machst du? Ihn nicht treffen. So, jetzt ist er weg. Ah, da ist noch ein zweiter. Den holen wir nicht jetzt. Jetzt habe ich die Nase voll. Oh ne, der Panzerfahrer. Schönen Gruß an den Panzerfahrer. Solltest du das hier sehen? Mir ist schon öfter aufgefallen, dass du eigentlich gar kein schlechter Flieger bist. Er hat mich schon ein paar Mal auf dem Gewissen. Und ich treffe hier gar nichts. Ja, ich weiß. Ich sollte eigentlich ein bisschen näher
Ja, jetzt. Ach, jetzt ist die Munition wieder kaputt. Hoffentlich schießt mich gleich mal einer ab hier. Echt, die Munition bei dem Flugzeug muss ich mal ein bisschen verbessern. Muss ich wieder 30 Sekunden warten. Oh. Und ich bin dead. Immer ein paar Pioretten, weil ich glaube, ich habe hier einen bei einer. Wo ist der Panzerfahrer? Wo ist der Panzerfahrer? Da ist der Panzerfahrer. Ah. Naja. Aber der ist komischerweise wirklich jeden Tag online, der Typ. Und gleich hat er mich. Ja, aber komischerweise ist er in den Level hier im Bereich. Ich weiß echt nicht gesagt, was für ein Level ist, aber er ist kein schlechter Flieger. Komm, ah, jetzt habe ich ja Munition. Perfekt. Haben wir noch Panzer hier? Oh. Ja, gut. Ich habe ihn erwischt, aber leider... Das reicht mir mit den komischen... Irgendwie ist die LAGG, die ist besser. Außerdem muss ich da noch ein bisschen Punkte noch machen. Jo, und ich bin zum zweiten Mal so einen kleinen Kamikaze-Angriff zum Opfer gefallen. Ach, die sind doch echt. Ja gut, andererseits, ich probiere es, wenn ich mein Flugzeug wirklich kaputt ist, probiere ich es auch. So, sind wir irgendwo noch vor uns. Ja. Und gehen wir mal auf die Jagd, ne? Ja, auf einmal. 17, also wenn wir hier nicht bald zusehen, dann haben wir ein Problem. Deswegen greife ich jetzt hier ein bisschen an. Und treffe natürlich hier gar nicht. Ja, das ist, ich gucke immer auf meinen anderen Bildschirm und gucke nochmal auf die ganzen Frames und sowas, ob alles noch läuft. Ist schon ein bisschen Ablenkung. Und ich habe mir natürlich auch ein bisschen was zurechtgelegt, von wegen den Daten von GTA, was es da alles gibt und was es alles geben wird. Ich freue mich ja darauf, dass ich schon ein Vorbesteller bin und dass ich noch einen alten Charakter habe. Ich kriege haufenweise schöne Sachen. Aber ich weiß, erstmal für die Vorbesteller, die erst gucken. Na komm her. Ach. Ich bin abgestürzt. Ich kriege neue Autos. Ich kriege noch Millionen. Scheiße, hab ich vergessen, welche Währung davon ist. Dollar. Ja, Glück muss der Mensch haben. Ja, nun gut, ich habe schon auf der 360 gespielt und vorbestellt. Das ist natürlich. Ja klar. Ich habe mich riesig damals gefreut. Ach. Anfang Januar. Das Spiel kommt bald raus. Ich freue mich. Ich denke mir, jetzt geht's bald los. Extra PC aufgerüstet, wie ein Bekloppter. Was ist? Das? Kenne ich noch einen. Ja. Aber muss es so sehen, unser lieber Lorato, der noch ein bisschen zurückhängt mit der Aufrüstung, der hat dann noch ein bisschen Zeit. Obwohl ich denke, das läuft trotzdem einigermaßen bei ihm. Stimmt. Werden wir sehen. Und mir wurde gesagt, dass das... Oh. Na. Da hat der blöde Hund mich doch noch im Flug getroffen. Und zwar nicht mit dem Helm war gefunden. Oh, da ist er. Ach. Zusammenstoß? Ja, der da runtergeflogen ist, das war ich. Ah, hast du aber fein gemacht. Den wollte ich mir gerade schnappen. Oh. Ja, wie gesagt, mit den Doppeldeckern, du hast so gut wie keine Chance. Nee, das nicht, aber wenn du es geschickt mal. Oh. Ja, das war wohl nicht, mein Freund. Er hat mich zwar schon nicht getroffen, aber... Lebendiger, mein Freund. Das sind die kleinen russischen Flugzeuge echt geil. Die sind so wendig. Ja, kritischer Treffer, jetzt guckst du. Drehen. Wo ist der blöde Hund? Da ist er. Glaube ich zumindest. Jetzt kriege ich natürlich alles drauf, ne? Jetzt ist es. Ah, mit der Nimrod. Wo ich mal ein Buch gelesen habe über dänische Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, die haben so eine alte Nimrod genommen, die repariert und drüber geflogen. Die waren noch nicht mehr älter als 16 Jahre alt. Soll auf der Wabe lieber stehen. Also
sind robuste kleine Flugzeuge. Natürlich gegen die Großen natürlich. Ja. So, ich war ja jetzt gerade nicht so dolle. Fünfter bin ich. Aber besser als du. Ja, ich habe nichts geleistet. Ja, mein Gott. Aber ich finde die kleinen Flugzeuge irgendwie richtig lustig. Vor allen Dingen die schöne Lackierung von mir. Vorne sieht auf einer Seite sieht aus, als würde ich angreifen, auf der anderen Seite sieht aus, oh, da kommt einer. Ja, sieht mir bekloppt aus. Kann man schöner machen, muss man aber nicht. Ist ja egal. Was meinst du, noch eine Runde? Ja klar, ein paar Forschungspunkte sammeln hier. Hoppla, das wollte ich nicht. Wenn ich endlich mal diesen komischen Doppeldecker missdenken bin. Wir können ja das nächste Mal auch mal den Panzern probieren. Das ist ja auch eine Neuigkeit, die es schon seit ewigen Zeiten gibt, jetzt mittlerweile. Aber mit Panzern, ich habe mal eine Runde probiert. Du hast natürlich die letzten, kaputtesten Panzer, die es gibt. Aber es schockt irgendwie auch. Ja, können wir gerne mal versuchen. Es ist halt nicht das Problem, dass du nicht abstürzt, weißt? Das ist, hast du nicht mehr. Du bist tief genug schon. Eben. Aber ich finde das eigentlich nicht verkehrt. Aber es gibt natürlich welche, die haben da schon echt extreme Panzer. Und dann stehst du da wirklich da, oh, ein Schuss, ich bin kaputt. Scheiße. Und wahrscheinlich riesen Reichweite und so. Auch. Ich würde ja gerne da zum Beispiel, würde ich ja ganz gerne nicht auf der deutschen Seite, sondern auf der amerikanischen Seite spielen. War so ein Sherman-Panzer, das fand ich als Kind schon immer so cool. Ich hatte so ein Modell, so ein Bastelmodell früher, zusammenbasteln. So was fand ich immer cool eigentlich. Hoppla. Das wollte ich eigentlich vermeiden zu husten in der Aufnahme, aber mein Gott. Wobei ich dir ehrlich sagen muss, Sherman-Panzer, naja. Ich weiß, aber es gab da früher so einen Film mit, hieß er noch? Ghana? Wie heißt der noch? Ich weiß es nicht mehr. Es ging halt das um General, der da rumläuft und keine Ahnung. Sein Sohn wird von der Polizei irgendwie festgenommen wegen irgendwas. Und dann versucht er über die Grenze zu kommen mit seinem uralten German Panzer. Der Film heißt der Tank. Genau, der Tank mit, wie heißt der noch? Ghana. Der war auch früher Western-Darsteller. Der war super. Und ich fliege auf dem Boden. Also ich bin gelandet. Mist. Ja, aber über den Airfield ist ganz schön was los. Ja, alle wollen landen, ne? Also eigentlich können wir besser rüber zum Panzer fliegen können. Weil da sind nur drei. Und für uns zwei. Nur drei? Ne, drei, auch drei. Vier, glaube ich, oder fünf. Wäre vielleicht intelligenter gewesen. Ich mache mich auch ab zum Panzern. Und schieß bis mal weg. Da macht schon einen Abflug. Versuchst du zu landen, ja? Nein, ich habe nur einen Doppeldecker in der... Soll ich dir vielleicht mal den Doppeldecker wegmachen? Oh ja, das wäre echt nett von dir. Wo ist denn der? Ah. Wahnsinn, so ein einfaches Ziel, ich treffe es nicht mal. Aber ich finde das ein ganz blödes Ziel, wenn du hier bist und versuchst zu landen. Oh! Schon wieder einer gerammt hat. Ja, dann lande ich. Wenn ich es noch schaffe? Nee, ich schaff's nicht mehr. Die Hurricane hat mich geschafft, die Honka Hurricane. Nee, oder LAKG? Egal. Doof gelaufen. Du kriegst ja auch Punkte, wenn du angeschossen bist und nicht mehr fliegen kannst. Und weil ich lande, kriegst du auch noch Punkte. Ich lande jetzt, mir reicht's jetzt. Na toll. Ist kaputt. Ich will, jetzt bin ich natürlich ein leichtes Ziel, ne? Normal. Und da ist der Lorato, wie ihm das gerade so scheint, hä? Guten Abend.
zusammen. Guten Abend, wir machen gerade eine Aufnahme. Sag mal, hallo, schön. Oder so ähnlich. Oder was, oh. Hallo, guten Abend zusammen. Ich glaube, ich bin gelandet, Guillem. Cool. Aber leider ist das Flugzeug kaputt. Naja, guck doch mal, was über dem Airfilter los ist. Ja, das ist. Also ich finde es interessant, dass kaum einer die Panzer interessiert und alle nur versuchen zu landen, weil es diese großen Extrapunkte gibt. Ja, richtig. Aber das mir ist egal. Ich habe jetzt kein Flugzeug, wo ich mit wirklich landen möchte. Ich ramme jetzt die ganzen Panzer weg, das mir ist zu blöd. Ich habe Raketen an Bord. Das wäre es ein bisschen noch. Oh, wir haben gar keine Panzer mehr. Prima. Dann geht das nur noch drum. Vergiss es, du landest nicht. Das war knapp. Aber Jungs, H1, Z1 ist echt schwierig zu spielen, also vom Überleben her. Ja, noch so ein kleines Ding, was HZ hat, soll ich vergessen, was das heißt. Ja, das ist was, wo ich noch skeptisch bin. Das ist so ein Spiel, ähnlich DayZ und auch eine Alpha. Das ist, vielleicht schaue ich auch nochmal das Spiel rein. Man schaut mal, weiß man noch nicht. Als erstes natürlich, ich habe mir jetzt gestern Resident Evil geholt und das werde ich nochmal, den ersten Teil Resident Evil, den ich früher auf der PlayStation 1 gespielt habe, den gibt es mittlerweile bei Steam zu kaufen für, ich weiß nicht, wie viel Euro das war, und zwar eine HD-Version. Okay, aber... Hey. Ja, auf jeden Fall, das Gute ist, wenn du irgendwelche Rezepte mal gecraftet hast, verlierst du sie nicht. Also wenn du stirbst, hast du die Rezepte immer noch bei dir. In dem Spiel bei H1. Okay, das ist natürlich nicht verkehrt, ne? Aber was mich natürlich ist, mit Waffen, was es für Waffen gibt, weil ich habe mich damit noch nicht wirklich befasst irgendwie. Also nicht großartig, ein bisschen reingeschaut, also, ja. Also ich habe heute Morgen habe ich eine Machete gefunden, also so ein Handbeil als Axt. Gibt's noch eine Feueraxt, habe ich schon gefunden. Bei Bogen zum Beispiel hat ein Kumpel für mir gemacht, das geht eigentlich ganz einfach. Nur ein Stöckchen und dann, was war das noch, ein Seil? Ich weiß gar nicht, wo es her hat. Nee, das ist, ja, ich meine, das Crafting ist irgendwie natürlich ganz cool, ne? Im Bogen brauchst du ein Seil. Und mit den Autos ist es auch nicht schlecht. Natürlich, ich meine, bei dir hast du bloß einen LKW und der ist so selten, dass du Glück haben musst, dass du einen kriegst. Ich meine, wir hatten schon das Glück, dass wir einen gekriegt haben. Mehrmals schon. Ja, das ist. Einen haben wir mal gefunden bei DayZ, der stand bei den bei der Zeltstadt. Ganz links auf der Karte, die neue Zeltstadt. Wo man eigentlich ein Tipp, wenn man irgendwie sich ausrüsten will bei DayZ. Also, wenn man nicht gerade, wenn man Waffen schon hat, also ich würde mich echt hinbegeben zur Zeltstadt. Das sind keine Zombies. Das einzige gefährliche ist natürlich, ja, es sind zwei Berge rundherum, wo Sniper das leichte Spiel haben, was wir auch leider schon gemerkt haben. Weil wir letztens gespielt haben, da gab es eine Situation, da sind wir leider gerade noch mit dem blauen Auge davon gekommen. Und ich kriege gerade voll Feuer hier. Da waren wir drei in der DayZ in der Zeltstadt, haben ein bisschen gelootet. Ich als Sniper oben auf einem anderen Berg. Schau, überblicke, pass auf. Und dann haben wir das Problem, habe ich gerade einen gesehen, der auf euch schießen wollte, denke ich mal. Der Zeil gedreht und im Endeffekt waren das drei Leute, zwei, die uns von links und rechts umgeben wollten und einer, der aufgepasst hat. Das ging gerade mal gut aus. Das war wirklich sehr, sehr knapp gewesen. Ja, also hätte ich den nicht gesehen. Also das ist Wahnsinn. Dann hätten wir nicht gesehen, dann wären wir tot gewesen. Ja, mich hat er kurzzeitig gesehen, weil ich habe ja das Giddy's Shoot, das heißt nicht komplett, aber zumindest Kopf und Gewehr gehabt, ist der Musin, aber das habe ich jetzt nur mal durch den Unfall verloren. Leider. Kann man nichts machen. So, diese Runde war echt schlecht, aber ich habe bald das nächste Flugzeug frei. Spielt ihr War Thunder oder was? Yep. Aber ich denke mal, die Aufnahme ist jetzt schon 20 Minuten fast. Ja, so circa. Dann würden wir das erstmal beenden hier und ja, bearbeite es gleich, lade es hoch.
dass ich immer so ungefähr 2 Videos hochladen kann. Das reicht ja eh. Ich brauche es ja nicht übertreiben wie andere Leute. Nö. Falls sich überhaupt alle anschauen. Also ein paar schauen sich an, das weiß ich. Das habe ich schon gesehen. Aber Kommentare sind, hat da noch keiner zugeschrieben. Na doch, ich habe von ein paar Let's Playern per WhatsApp was gehört und gekriegt. Naja, was willst du machen? Habe ich gesagt, ja, was willst du machen? Wenn du es nie gemacht hast, dann stammelst du ein bisschen rum und weißt nicht, was du sagen sollst. Ist ja klar, weil du nicht so... Ist halt so, ne? Wenn du es nicht kennst, nicht weißt, ich sage immer, Erfahrung. Eben, und dann kommt eben. Das Ergebnis. Ich meine, ich könnte mir auch ein paar andere Let's Player angucken, so große wie Gronkh oder so, mir angucken, was die für einen Scheiß labern. Aber ich will keinen kopieren. Ich will eigentlich nur meinen... Wir sind wir. Also davon hätte ich sowieso nichts. Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß, das alles zu machen, die Sachen zu schneiden, zu bearbeiten. Aber ich muss sagen, ich habe heute Star Wars neu geladen, weil da ein Fehler aufgetreten ist. Dann habe ich Assassin's Creed aufgenommen, dann habe ich noch ein Video nebenbei bearbeitet, also gleichen Zeit. Also mein PC war Arbeitsspeicher und ja, beim Chip, da war er doch schon bei 60%. Naja, und eventuell mache ich nachher noch ein kleines Star Wars Let's Play. Obwohl, Lorato, der hat so bestimmt gleich Zeit, oder nicht? Lorato? Ich hab Zeit, ja. Sonst könnten wir kurz mal eine kleine Ini machen. Und zwar wollte ich gedacht, ich mache jetzt mal die erste Ini, dass ich alle Inis mal zeigen kann. Für die Leute, ich meine, ich könnte jetzt noch einen neuen Charakter erstellen, hochspielen, zeigen. Das machen so viele Let's Player mal, Fuyo X, Bronzebeard, der Currywurst, die machen das auch schon. Jemand, der das kennt, der ist da nicht so episch drauf. Also mir macht das keinen Spaß. Wenn ich es nicht kennen würde, ja. Aber wir haben halt schon so viele 60er hochgezogen, oder 55 beziehungsweise. Oder ich. Aber da denke ich mal, sind Inis vielleicht interessanter für Leute, die neu sind und das da nicht weiterkommen. Aber naja, das soll... Müsste ich meinen, aber auch erstmal auf 60 hochziehen. Ja eben, ich meine, das ist natürlich erstmal auf 60 kommen. Ich meine, ich habe jetzt einen, die anderen sind alle 55 teilweise, ich habe 12 Charakter, auf, brauchen wir nicht lügen, Jackass Sword ist ja wurscht, ob einer weiß oder nicht. Und auf den anderen beiden deutschen Servern habe ich jeweils einen im 10er-Bereich, weil... Das ist ja genau das, wo wir uns kennengelernt haben bei Star Wars, was? Das ist lange, lange, lange gespielt. Jo, lange, lange ist her, Mann. Wahnsinn, ne? Ja, aber es ist halt irgendwie der Dampf raus. Irgendwas müssen die machen, damit das wieder aufwärts geht. Und 2 Jahre, glaube ich. Ja, 2 Jahre, glaube ich schon. Ich hab halt angefangen mit dem Spiel komplett am Anfang des Spiels. Und ich habe angefangen, als ein Jahr alt war. Also ich habe angefangen, wo es rauskam, und damals war ich auf einem anderen Server, da gab es ja ewig viele Server, und zum Schluss war der Server so leer, dass du eigentlich PvP, hast du eine Stunde gewartet auf PvP, und das ist dann nur wirklich nicht das, was es sein soll. Ne? Und dann haben die halt alles zusammengelegt auf einen Server, und da war alles neu, und naja, wie es halt immer so ist, ne? Richtig, da habt ihr mich aufgegabelt irgendwo. Ja, dachten wir erst, Gelim. Komischer Name, aber auch nehmen wir mal auf. Unseren, ich auch. Mist. Herr Lorato war unser Marodeur. Ich war der Tank und, ja, Juggernaut. Gelim war, was war das noch? Söldner, ja. Ja, das gab bei uns immer so eine kleine Rarität von wegen, wer ist der Stärkste, wer hat das beste Equipment. Und eigentlich, naja. Der stachelt man sich so ein bisschen auf, immer gut, ne? Bevor die... Oh, seid ihr schon raus aus dem Spiel? Ja, ich mach jetzt mal gleich Sendeschluss hier. Ne? Und jetzt, wo Lorato natürlich da ist, können wir alle 3 Insane-Mitglieder mal schön auf Wiedersehen sagen zu den Leuten, die eventuell das Video schauen. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.